电视台。接下来请收看大宝法王慈悲开示。什么路的啊？俺懂吗？等你，告诉他，广州地理徐军。Zunächst einmal herzlichen guten Nachmittag an alle, die hierher gefunden haben. So I would like to extend my greetings.Of good afternoon to all of you. 다, 네, 네, 가수로다. 대리, 가수로다. 미망고 지리야. 대리인 재민리용. 아는 재민리용 제, 재민기 미점도 마세베. 아니 유럽 기업. 재민이 배배다 미망고지 배기업체 미망고지 배기업 인주산에 엔디솔리아 가수로다지 고급 세네라도 다가다 고난솔리아 아니 담가로 초이스로 망지 피투야 제도 엔디 순수에 저는 나도 마지막 기시아디 당부 체시 제배 띵라 당동인의 퇴박하시면 주지도 세월이셔
안드레인주산에 다이네랑 가장 니만 가지지는 망보지 시에자래 안드레인주 망보지니 알사와 사와든지 가르르지 수에바 망보지 아 시아스기 매매섭시다 마치 시에스비에섭시다 리제샤 Okay. So this time I could visit Germany, and lots of people from Germany came to see me, but not only from Germany, many people from Europe also came to see me, and because there are so many who wanted to be here, so to give them more opportunity, we kind of created some more talks which were not scheduled in the beginning. But then I had been talking to you for the last few days, and I have talked a lot, and maybe I don't have anything more new or special to say to you. Ja, zunächst einmal, jetzt wo ich hier in Deutschland bin, sind auch viele auf natürliche Weise Deutsche hierher gekommen in diese Veranstaltung, aber auch Menschen aus ganz Europa haben ihren Weg hierher gefunden, weil mir dies eine sehr besondere, kostbare Gelegenheit schien. Deswegen haben wir dann noch mehr Situationen eingeschoben, im Sinne dieser Lehrveranstaltung oder dieser Zusammenkunft. Und ich habe vorhin schon, ich habe in den anderen Tagen schon einiges gesagt von mir zu diesen Zusammenhängen, aber vielleicht sind auch einige neue hier, es mag sein, aber ich habe schon eigentlich etliches gesagt und ich weiß nicht, was ich jetzt noch an Entscheidendem vielleicht dazufügen kann. That drink topic is the juicy day, Kazan woman, the drought gem day. Kazan Yan changing the world into outside Kintaji, Kachina Lodi, Yosakanji, this is a large one. Topic the changing the world from inside out. Love and compassion for a globalized world. That is a good thing. What is the name of the Halam Halam. Ah, Halam, that's strange. Maybe it's the same topic as before. Wir haben wieder so einen komischen Titel hier, den ich auch, weil er so lang ist, gar nicht richtig mehr merken kann. Und wenn ich ihn jetzt eben gerade noch mal vorgelesen höre, kommt mir das so vor, als ob das eigentlich doch ziemlich dasselbe ist, was wir schon anderen Tags besprochen haben. Das ist doch genau dasselbe, nicht wahr? You just unnecessarily bought extra ticket. Dann jetzt da Dille ja, hast du da? Aber das ist dann nie, kannst du die Wanguria, das ist die Formel, kannst du das Official Senat, Formel Senat, das Series, kannst du da, Series, so mal da. Energy.
Wir hatten morgen im Programm einen Punkt, der als Einweihung oder Abhisheka ausgewiesen ist und in dem Sinne doch ein sehr traditioneller oder formeller Punkt ist im Sinne von Buddha Dharma. Und damit dies morgen, diese formelle Begegnung, den richtigen Nutzen entfalten kann, deswegen habe ich mich entschlossen, heute auch ein bisschen mehr formell im speziellen Sinne mit Buddha Dharma mich zu beschäftigen. Tomorrow. Tomorrow we are scheduled to do an empowerment, and that is kind of more formal teachings or the more serious kind of Buddhist practice. So therefore, maybe in order to help to make that more meaningful, maybe I should say something which is a little bit more formal. だでりゃ。かしゅれだ。ゾブリンディトリア。そ、ゾブリンディ。かしゅれ。だだばど。あずゆだかしゅれ。だだばどあずゆぎ。いじせばさなだだだばど。かしゅれ。せそ。 세소 내야게 가르쳐다 이 직대에서는 나도 콜라 지부디 아 다디 임브레스 왜 다다바도 아주 근데 메인 병원에서 신다지 처방을 처럼 다가 다다바도 니에요 마네 근데 다디 나로 저번에 나로래야 다 가르쳐지 라이프 가서 예요가레스 我这次卡出来的这迷这个开发那咱们这些产业往里要的那手臂团里那边的这个就他那么就 So device somewhere but that's in the only the one is so cha in bachelor the casual that the hajangi so device number not so you did see that so complicated send and down to that did you do this zunächst einmal zu unserer Ausgangssituation auf diesem Planeten Erde befindet sich in diesem Lebensraum eine ungeheure Vielgestalt an Leben. Eine Vielgestalt an Leben, an Lebens, an Arten von Lebewesen zum Beispiel. Wenn wir nur eine einzige Pflanze nehmen und die genau untersuchen,
dann werden immer wieder neue Kleinstlebewesen auch entdeckt. Und wenn wir diese gesamte Vielgestalt an Lebensformen auf diesem Planeten uns betrachten, dieser Planet, der unser Überlebensraum ist, da, wo wir unsere Nahrungs- und Lebensgrundlage finden, dann sind da auch Menschen. In diesem Sinne betrachtet sind Menschen eben eine Lebensform unter den vielen anderen. Aber selbst wenn wir die menschliche Rasse, die menschliche Lebensform genauer betrachten, gibt es wieder eine ungeheure Vielzahl von Unterschieden. Im Grunde genommen ist jeder von uns, obwohl wir alle Menschen sind, wieder unterschiedlich, was man allein schon daran sieht, dass man sich dies durch die Einzigartigkeit des Fingerabdrucks zunutze macht. Jeder von unseren Fingern ist anders, wir alle haben eine Verschiedenartigkeit auch. Das ist die Ausgangssituation, dass wir alle ein Teil dieser ungeheuren Vielfalt an Lebensformen sind und alle einzigartig. In this universe, the only place or the planet where living beings are found so far is this planet, the planet of Earth. Although maybe people can imagine that there are other planets also where people, where beings or living beings might exist, so far this is the only planet where living beings are found. And on this planet also, there are many different types of living beings exist. Even on one tree, you might find many, many different types of insects live, and we are still discovering different types of beings now. And human being is just one species of them all. And among the human beings also, there are many different races, different types of human beings. They are all different, actually. Each person has different kind of lines on their fingers, like fingerprints are very different from each other. So in short, there's so many different types of beings and so many, you know, complicated, different, various types of things, beings, living beings live on this earth. Da
다 아 참으로 간다래 제소되게 참으로 지기질 녀와라 류되어지다 지조 지기질에 아우 소비지 에너지 있어요. Auch wenn wir diese gewaltige Vielgestalt der Lebensformen beobachten, die ja für jede Lebensform auch wieder eine andere Lebensweise, einen anderen Lebensbereich und so weiter mit sich bringt, dann sind dennoch trotz aller dieser unbeschreiblich vielen Unterschiede da Gemeinsamkeiten, die Hauptgemeinsamkeit, dass wir alle diesen Lebensbereich bevölkern. Und man könnte zunächst geneigt sein, Lebewesen einen unterschiedlichen Wert zuzumessen. Zum Beispiel, wenn man sich einen Elefanten betrachtet, der nun ein beachtliches Ausmaß allein schon an Körpergestalt mit sich bringt. Und denken, nun, das ist sicher ein sehr wertvolles Lebewesen auf diesem Planeten. Verglichen mit irgendeinem winzigen Insekt, das eher bescheiden und unscheinbar daherkommt und man vielleicht meinen könnte, dass dies nicht besonders wichtig sei. Und doch sind alle diese Lebensformen gleichermaßen wichtig. Wir alle teilen diesen Lebensbereich und wir sind alle voneinander abhängig. Eine Lebensform stützt eine andere. So ist eine Beziehung zwischen allen, die es eigentlich verbietet, dass wir solche Unterschiede des Wertes machen. So all these various different types of beings that are existing on this earth, they are very different from each other. They look different, they have different ways of doing things, different situations of life. They are very different from each other. But if you look at them in a more kind of deep way, then you will find that all these living things exist depending on each other. We dependently live on each other. For instance, the elephant. Elephant is very big, one of the biggest animals. And one might think that elephant is very big, therefore its life has more value. But then, if you look at the insect, and that is small, and so we sometimes think that the value of that life is small. But when you look at the value of themselves, their own life, then there's no difference. They all have lives, and they all value their lives. So therefore, you know, and each of these life forms, although they are very different from each other, have in certain ways dependent on each other. They help each other. And so therefore, we kind of exist here very dependently and interdependently. Da bin ich, also die Drangmeier, Drangsang, Drangma. Da den du sie mit dem Paddy du sahne, Kora, Subur, Chunjara, in der da die Pendoni, da die Kasurita, Medo, Chulene, and Medo Kasu, Medo, the Lodo, Medo, Jeberche, that the Jacana, also da, Dromilia, Pendochum, Shuji, in der Bezi. Da den Jacana, Jumse, der Ribomangu, Shuji, on the Ardisa, Shedua, Zerbe. Da Kandarian, oder den Jagida, Nazul, Jebaja, Zabuning, die Tolia, Jebe, Cesso,
교화다 미교화 소마르 다 조조디 교회 심지 소마르 다 다디들 아주 이제 잡아지 않아요 펜신 찌리 찌리 잡아지 않아요 된 잡아디 민리야 잡아틀리야 다시 남배 취해 봐 지금 민 민 년보지 가산한 장도 들려 안에 된다 튠비 민 지다요 때가라서는 마다 부인 잡아도 그치 다 마다 부인 잡아 포지티브 톤 마다 부서야돼 마다 부서야돼 타지도 오브젝트 그치 뭐 이미지 마스터 잔지 그게 오브젝트 그치 디 마른디 가슴에다지 부리사 디기지 뭐 이미지 그럼 딜리아 조어디 마다 부서야돼 조어디 디디디 Kind, this, you know, what's with that? Connection, Sanandrado. Yana, and the Gospel, Spirit, Sanandrado. Some of that, that did with Ilya. Devam, that dig Nubam, that did Ilya, and Mother Pit Javas. Tidus from Mingda. Sind wir als Lebewesen auf diesem Planeten in solcher Weise alle miteinander verbunden, dann ist das zum Beispiel so, wie wenn wir von der Biene sprechen. Ich meine jetzt hier eine Honigbiene und wir alle wissen, was Honigbienen tun. Und indem sie in die Blüten fliegen und dort den Nektar heraussaugen, haben sie zugleich eine ganz wichtige Aufgabe des Bestäubens, sodass eben diese Blumenart als solche sich wieder verbreiten kann. So ist da eine ganz starke Wechselbeziehung zwischen diesen beiden Lebensformen. Und im Grunde gilt dies für alle anderen Lebensarten auf diesem Planeten. Wir sind voneinander abhängig in unserem Zusammenleben. Und die Tatsache, dass wir alle so eine Beziehung miteinander und untereinander haben, ist im Rahmen der Tradition der Lehre des Buddha mit einem besonderen Namen belegt und hat einen sehr guten Namen dafür gefunden, für diese Beziehung der Lebewesen untereinander. Ein wohlklingender Namen und es, man spricht von einer Beziehung untereinander wie Mutter und Kind. Und indem wir von Mutter und Kind Beziehung sprechen, ist dies ganz klar, dass es sich nicht um eine Sachbeziehung von Objekten untereinander handelt, sondern die Beziehung der Lebewesen miteinander ist eine Beziehung, die eine ganz starke, auch gefühlsmäßige Kraft auf uns ausübt. Und deswegen sprechen wir von Mutter- und Kindbeziehung in derselben Intensität des Erlebens und der Innigkeit der Verbindung, die wir untereinander haben. So, to give an example, the bees are very small insects, and it doesn't look like so important, but then it takes its essence from the flowers and then fertilizes lots of fruits and things like that. So in this way, that is how the relationship, the interdependent things are happening all over the world. The living things as well as the non-living things have these kind of relationships and dependency. And that kind of relationship and dependency in Tibetan, in Buddhism, have a name, a very nice name, and something which is quite meaningful name. That's the relationship of mother and child. This mother and child is not just like mother and child as two objects. It's not like that. But this relationship is the relationship of connections, relationship of, of the
the relatedness, the spirit relationship, very strong connections, kind of energy. So therefore, this is called the mother and child relationship. Today the mother point Java Sadi, Maju Dinner Java D, positive Somar Bataji, today Java Yavadi, positive Dem Maju D, condition positive Tone, then Rangi Dang, Ta Rangi Da Tower to be surrounding world Somar Bataji, no matter Karina, be session or and. Non kasoda session maimba ta de dilia maso dilia kaso positive outlook diji arbiji service you a picture of you and the richer richer. Wenn wir so von einer Beziehung zu all den anderen in dieser Welt sprechen, die wie eine Beziehung von Mutter und Kind ist, dann ist dies gemeint als ein sehr positive Sichtweise auf unser Verhältnis zu dieser Welt. Es soll die Vorzüge, das Gute daran betonen, und zwar egal, ob wir damit eine Beziehung zu anderen Lebewesen oder zu unbelebten Dingen meinen. Es geht um eine tief gut empfundene Herzenseinstellung zu dieser gesamten Welt, in der wir leben. And this relationship of mother and child is a very positive kind of relationship. Like you are the relationship between yourself and everything around you, whether it's sentient beings or non-sentient things or beings, everything is, you know, related with cause and effect. And this creates an understanding or picture, a very positive picture or very positive way of looking at things. Thank you. Karshu Karshu Dang Globalization
아주역이 세야 돼서 다른 분이 계급 신단에 배나 신도 이제 같이 계급 신단이 연대 봐. 안 돌로를 뭐 같이 배 다른 분이 연대 봐. 대단한 아주 대사디 developed country 이런 이제 대야래. 배나 돌로 성게인데 these undeveloped countries 나라도 야나 지 로봇교부든 되는 수 총대 봐. 그래도 연대 봐. 제가 돌로 성게 돼서 아주 미국 돈이 얼마네. 아주 고주 하고 오야만 이내야 고주 수협에 돌아와대 일단 아주 근교해 봐 나도 준비해 Wir alle auf diesem Planeten haben immerwährend eine Empfindung und einen Eindruck, unter dem wir leben, dass da so etwas sei wie ich selbst. Im Sinne von etwas, das in uns einzigartig, unabhängig von anderen Bestand habe. Es kommt uns doch so vor, als ob wir im Vergleich zu anderen, die wir erleben, dass wir etwas von diesen Verschiedenes seien und dass dieses Verschiedene in uns sozusagen unabhängig von den anderen jetzt hier da ist. Und dass wir so etwas hätten in uns, das eine Wahlmöglichkeit hat, das eigenen Bestand hat. Und so einen Eindruck haben wir doch die ganze Zeit. Und trotzdem, wenn wir genauer hinschauen wollten, um zu sehen, wie viel Wirklichkeitsgehalt daran ist, dann fällt diese Idee eigentlich sehr schnell in sich zusammen. Schauen wir doch mal auf das alleine, was uns unterscheidet von anderen auf der ganz groben Ebene. Das Wichtigste ist doch unser Körper. Dass wir das allererste, was wir sagen, das bin ich, damit meinen wir zunächst einmal unseren Körper. Und allein, wenn wir diesen Körper betrachten, was ist denn daran unabhängiger Bestand, etwas, was aus sich heraus vorhanden sein könnte? Dieser Körper ist doch zweifelsohne zuallererst von unseren eigenen Eltern gezeugt und erzeugt, genährt worden. So, da ist nichts, das wir selber geschaffen hätten und das damit unabhängig wäre. Und auch im Weiteren, die bloße Tatsache, dass wir diesen Körper haben, alleine nützt uns doch nicht viel, wenn da nicht all die Substanzen wären, die wir durch Essen als Nahrung in uns aufnehmen. Ohne all diese vielen Substanzen, die wir täglich benötigen und in uns aufnehmen, wäre dieser Körper ganz schnell einfach eine Leiche. Und wo kommen alle diese Substanzen her? Alle diese günstigen Bedingungen, die unserem Überleben ermöglichen. Die günstigen Bedingungen wie Nahrung, wie Kleidung und was wir nicht alles brauchen zum Leben. Wo kommen sie denn her? Sie kommen von anderen Lebewesen, von anderen Menschen. Heutzutage, gerade im Sinne der Globalisierung, ist das besonders deutlich. Wir brauchen nur an die vielen Früchte zu denken, die wir kaufen. Die kommen von ganz fernen Ländern zu uns. Oder die Kleider, die wir am Leibe tragen. Diese Kleider werden zum großen Teil produziert in fernen Ländern. Wir sprechen hier von diesem Land zum Beispiel als einem voll entwickelten Land. Und die Kleider, die wir tragen, sie kommen aus einem unterentwickelten Land oder aus einem sehr armen Land. Haben wir jemals die Leute gesehen, die Kleider produziert haben, die wir jetzt am Leibe tragen? So sind wir in diesem Sinne, eigentlich ist alles, was wir unseren Körper nennen, unsere gesamte Körpererscheinung, mit der wir uns identifizieren, etwas, was vollends von anderen in dieser Welt abhängig ist.
all of us have an experience of I or me or self naturally, right from the beginning. And we all think that I exist independently. There's a feeling of I which is self-existing, something that is not, that does not have to be relying on others. I exist on my own. Although that's our feeling, if you look how that is really, how it really is in its kind of a true way of being, then you see, is there a self-existing I or not? So when you look at me, what we call the object or the main thing that I call me is this body, the body of mine. And if you look, what is this body? Then it is very easy to find that this body is not something that's totally independent. It's totally interdependent and dependent on many things. That's not easy, not difficult to find. Like, for instance, it has to be dependent on our parents. And the body is not just one, it's many things, it's many parts. And also, to sustain this body, we need lots of things, lots of other things. We need food, clothes, and all kind of various things. And if they are not there, then this body will not survive. It will become a dead body. So it is totally dependent on lots of things. And also those things on which this body is dependent, like food and clothes, especially in this globalized society now, some of these things come from very faraway places. For instance, we wear clothes. And these clothes, sometimes those clothes that people wear in a developed country could be actually manufactured in a very underdeveloped country somewhere else. And those people who have created those clothes, maybe we never know them, we never see them. They're coming from all over the world and totally different kind of places. So it's like that. Personal life experience samarvadaji dinuji shebi na ta kazang man ma shu sa re ta Also Chungdu Zane, Ara Chungdu Goliata, and the Kazreji Lord Dung Pardo, the Maranania, Desert, Guman is so I gave it. Tigali, a very casual, that Tigali, a family feeling of the child. That Leandro said, Ama Leandro, Ava Leandro said the child, Shirajan. Masih kedua ini cikgu nyam doa dia dia lepas ni, dan lapor tu, kumpul tapar ni, nyam doa zoom je, gogol lepas ni, nyam doa zoom gogol lepas dia je, kiri merah tang je, ini kasih tu je, paman tang gelap tu je, dah end kasih tu je, gempa tu je, kurang tu je, dah luju lepas tang dah zoom lepas ni, tu je orang dia orang, sekarang so close. The family feeling, Senatando, Yamdo David's horrible child. That the near Lord Duny Leve, Jelia, and it, Kazuji, Pama, Tarimur Chassia, and the Kobedan, the Chibre, Gobe Nanolia, Subgobe Nanola, Daddy,
고바딜리아리 토사 시즈요레 토사 지 니 토사시 지 니 토사 숨이 없자 나 토사 숨바디 간데요레 장수 싱그레 땅한 조배 부지로 함 조바지 조바는 아주 배율이야 조바디 파즈 로바디즈 난 균에 파즈 무브 체대하는지 본라는지 대사도 본 교주가 세상 아주 데 프리 프리덤도 지디 로아디 프리덤도 샤어데 파즈 교 본으로서 파교 수교가 가장 저러래 사자 동반에 아니 모제 동용 그래서 좀 다 다 가라 지지 사자 동반들이제 And Dana sing also did you sane? Gunga Madaji Yaga Yaga the Dizukalia, Kambaya, your mother. The Yaki, Sibali Sweshabe, the Kuru, the Ninan Denyon. Chesa, the Kandar Freedom Senator, Freedom Gasha, Pazan Drag, Freedom Ripstyle. That suddenly Kandar Tosa Sungandalia, Desi, Dina, but Kasha by Chushabes or Chidusane. Ini sebenarnya diskusi. Pemandangan yang kacau ini, umar aku cua di sabah sih bici leh sih terus cain jualan. Sebenarnya diskusi dah. Dan kacau di sini dunia sekarang jangan tu, jangan mati bahasa ni. Terus sih. Um diesen Sachverhalt noch deutlicher zu machen, möchte ich ein wenig das aus meiner eigenen Perspektive schildern, so wie ich es in meinem Leben, wie es mir in meinem Leben widerfahren ist. Ich habe anderen Tags schon ganz viel dazu gesagt. Aber grundsätzlich war es so, dass ich vor dem 7. Lebensjahr eben im Osten Tibets dort in natürlicher Umgebung im Kreise meiner Familie gelebt habe. So als kleiner Junge hatte ich eine ganz intensive Verbindung zu meiner Familie. Ich habe mich als Teil dieser Familie erlebt, dort, wo wir eigentlich immer zusammen waren. Da war nirgends eine Situation, wo die Eltern morgens zur Arbeit gehen und abends erst wiederkommen, sondern wir waren alle Zeit zusammen. Ein inniges Zusammenleben, wo abends die Menschen dieser Familie im Kreis um das Herdfeuer gesessen haben, der Zeitpunkt, wo wir zusammen gegessen haben und die Älteren oder die Alten im Kreise dann Geschichten erzählten und so weiter. Ein solch inniges Familienverhältnis war es. Es war auch die Zeit, wo ich sehr unabhängig auch mich in diesem Lebensraum bewegen konnte. Denn kurz danach, nach dem 7. Lebensjahr, habe ich dann als neue Wohnung in Zobo, in dem Kloster gelebt, dort, wo dieses Gebäude 3 oder 4 Stockwerke, ich glaube, es waren 3, hatte. Und ich war jedenfalls im obersten, im 3. Stockwerk in meinen Räumlichkeiten. Da habe ich dann gelebt. Ich, der aus einer Nomadenfamilie komme, und wer über das Leben von Nomaden weiß, der weiß auch, dass Nomaden sich in der Regel bewegen. Sie haben keinen festen Wohnort, sondern bewegen sich in einer großen Gegend umher. Und abgesehen von der eigentlichen Winterszeit hatten wir noch nicht einmal ein Haus. Wir haben gelebt in einem Zelt, haben wir übernachtet, das aus den Haaren von Yaks verfertigt wurde. Und in dieser Umgebung, da können die Kinder und ich, wir konnten dann einfach herumlaufen. Wild herumtollen, die Hügel hinauf und hinunterrennen, in der großen Ebene uns einfach frei und unabhängig bewegen.
da muss man sich so vorstellen, da gibt es keine Gefahr, dass man den Kindern sagen muss, hey, passt auf, dass euch ein Auto überfährt. Das sind keine Autos. Wir könnten einfach frei herumspielen. So, das war die Ausgangssituation meines Lebens. Und mit einer solchen, mit einem Gefühl von enger Familienbeziehung und so viel Freiheit, mich bewegen zu können, war ich dann plötzlich eingeschlossen im dritten Stockwerk eines Gebäudes. Und man kann sich vorstellen, dass dies eine entscheidende Veränderung auch in meinem Empfinden mit sich gebracht hat. Es war kein angenehmes Gefühl, um nicht zu sagen ein Leiden oder ein Schmerz, aber es war auf jeden Fall sehr unbefriedigend, auf so solche Weise plötzlich leben zu müssen. So therefore, if I talk about my own personal life experience, as I have already done times, few times, when I was very young, before seven, before I was recognized as Karmapa, it was a very ordinary nomadic life. There were lots of time to play. My mother never went to work. My father never went to work. All the time in the evening, we used to sit together around the fire, and the elder people used to tell stories. So the family was very warm feeling of very close feeling of family. That was the way I lived my life. But after my seventh year, then I became separated from my parents. I went to the monastery, and I was staying on the third floor of the monastery, which was very different from the nomadic life, because the nomadic life, the children were actually had lots of space to run around, and we also moved our places many times. There was, you know, you can run anywhere you like. There was no fear that the cars will knock you down. Actually, there was not even houses most of the time, except in the winter. We didn't live in houses, we lived in tents. So there were lots and lots of freedom. And suddenly, when I moved to the monastery, then my parents were not there. There's not much freedom to play. So when that happened, I felt certain kind of uncomfort, maybe a little bit of kind of suffering and unhappiness. Dana Jingi, the poo Chiba in Dusane Chiba is not Lonyam, Lo, Randa Nasunyam, but the Gorba, that was Zemzing. That Subu de Combalia, let's do that. Nasu Nyamas de Ovanda, Nasu be Gamagan. So let Nasu be Gamagan, this look serious, look old. I don't want to play with you. What are you doing? Something like that. The native is getting out of the same. Chesan, the native is doing Sanata, and every citizen, then you get name out of the cashier's. Or that the digital is how long should they do Sanet? Then you get somehow somebody can sort of cash with the Rangi Pame sub chat of an object. Rangi Pame sub chat of an object. Play the role of my parents or friends. That they need to try to find them. 세상에 넘겨 가르쳐 있잖아. 다지 점님 가서 가는 미망 보시지 않아 투하 연구 아래. 코란 중에 시에나 땅 아바 라만으로 지기 마치하기 라만으로 지. 근데 지금 두시에로 체제. 다들지 가르쳐 데이트 가르쳐. Take serious, take 가르쳐 데이트 체제 엄마래. 나랑외네 마체 가르쳤던 게 있었나? 하는 과정은 도시한테 가슴에 somehow feeling the gap. So gaps 하는 건 다 똥벌을 다 등기 똥벌을 지어버렸다. 밤에 안 매, 조금 안 매.
디 동바디 카셉터블스 이제 바다 매 잡세는 저것도 얘는 윤지시 얘 틸이에베다 자라 망체디 미신다 제샤 toilet paper this way mijida jesa jada dri dusane mishinda ge take care gar shinda ge somebody is I always feeling lots of people concern me lots of people care me dri ji insa di junze de ne slowly getting this kind of feeling this I not just have this Kasudaji, Gebe, Lui Gebe, Pamazum Masebe, Gia, Tim Mahimba, another kind of parent, or you can say friends, that it's helped me a lot. So, Kasuda, Aliaji, Pedo Yabri. Did you sure is enough? That I can call the student in Zumin Kasakani in Yendizu. Yes, some of the chanting here. Yeah. Man muss sich vorstellen, wer auf diese Weise herangewachsen als Kind, braucht man in der Regel auch Spielkameraden. Das sind andere gleichen Alters. Mit Gleichaltrigen herumzuspielen und mich zu beschäftigen, das war plötzlich in diesem Kloster in Zobu nicht mehr möglich. Wo waren die Gleichaltrigen? Alle, die dort in dem Kloster lebten, die waren schon deutlich älter. Und sie hatten einen ernsthaften Gesichtsausdruck und gaben mir auf diese Weise und andere zu verstehen, was, ich soll mit dir herumspielen? Was hast du da eigentlich im Sinn? Ja, das war die Ausgangssituation dort in diesem im Kloster. Und nicht nur das, sondern dann kamen auch noch viele Leute von anderswo, die ihrerseits auch wieder älter waren, alle als ich, aber interessanterweise mich betrachtet haben, als dass ich ihr Lehrer und Vorbild sei und mich mit dieser Erwartung gesehen haben. Ich habe das anfangs als eine sehr merkwürdige Situation empfunden. Es war wie so ein Abgetrenntsein. Da fehlte irgendwie das Bindeglied. Das fühlte sich beinahe wie leer an. Und doch gleichzeitig in der Abwesenheit meiner Eltern haben natürlich die anderen Leute um mich herum die Rolle und Funktion von Eltern und Spielkameraden für mich übernommen. Da waren nicht nur die Menschen in dem Kloster, die sich um mich gekümmert haben, auch die vielen anderen, die von draußen zu Besuch kamen, aus anderen Teilen der Welt. Und alle Gegenstände in meinem Raum, in meinem Zimmer, waren letztlich Geschenke von Menschen. Selbst das Toilettenpapier ist mir geschenkt worden von anderen. Und es hat eine Weile gebraucht, aber nach und nach ist dann in mir die deutliche Empfindung entstanden, dass ich nicht nur diese leiblichen Eltern habe, die sich um mich gekümmert haben mit ihrer innigen Liebe und Herzenswärme, sondern dass darüber hinaus auch ich viele andere habe, die sich in gleicher Weise um mich kümmern, die ihre Sorge und Fürsorge für mich Ausdruck geben. So eine Empfindung ist in mir gewachsen. Ganz viele Kameraden und Eltern habe ich plötzlich bekommen. So, when you are a child, you need playmates, you need small children to be together. But then in the monastery, it was not like that. There was nobody of my own age or age group. Everybody around me looked much senior, very serious, and older. And when that happened,